Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, die Nikon D7100, die hatte ich euch ja schon im Video in meinem Fazit vorgestellt. Dann auch den Vergleich zwischen APS-C und Vollformatsensor. Der Zuspruch war riesengroß. Ich habe auch ganz viele Mails zu der Kamera bekommen. Sehr viele, die sich für die Kamera interessieren. Deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich heute noch mal ein paar Tipps und Tricks zu der Kamera, so ein bisschen darüber hinausgehend über das Fazit, einfach ein bisschen in der, was man mit der Bedienung und wie man die Kamera bedient, für all diejenigen, die sie schon haben oder sich noch ein bisschen genauer und ein bisschen mehr in die Tiefe informieren wollen. Ja, legen wir los. Fangen wir einfach mal mit den Sachen an, was so offensichtlich sichtbar ist. Das ist hier oben auf dem Drehrad. Das sind einmal die Szenenprogramme und die Effektprogramme. Ja, fangen wir mit den Szenenprogrammen an. Das ist ja immer so, wie finde ich raus, welche Szenenprogramme habe ich nun gewählt? Das geht ganz einfach, nämlich ich brauche letztendlich nur hier oben an dem Drehrad zu drehen. Das heißt, sobald ich hier dran drehe, dann erscheint sofort auf dem Display, ohne dass ich irgendwas drücken muss, erscheint sofort die unterschiedlichen Motivprogramme, die ich dann auswählen kann. Das finde ich super praktisch. Man muss es eben nur wissen, ist es Display dunkel? Einfach hier zack dran drehen, dann kommt als erstes das. Hier sieht man schon in dieser Einstellung, aha, ich habe also hier die irgendeine Nachtszene mit Kerze drin. Wenn ich dann nochmal dran drehe, dann erscheint das Menü. Habe ich hier hinten den Live-View an, das heißt, sieht das Ganze so aus, ist der Live-View an. Ja, dann natürlich auch genau das Gleiche, einfach drehen und schon kommt die Einstellung zum Vorschein und ich kann zwischen den einzelnen Motivprogrammen wählen. Ja, und als nächstes hier oben, das sind die Effektfilter. Ja, das ist so eine Sache, der Profifotograf wird sagen, um Gottes Willen, was tue ich mir da bloß an? Ja, aber auch bei den Effektfiltern ist im Prinzip genau das Gleiche. Einfach hier oben dran drehen und dann habe ich die verschiedenen Einstellungen, High Key, Low Key, Nachtsicht. Ja, und einer der schönen Effekte, finde ich, ist der Selektiv-Effekt. Das heißt, hier kann ich eine einzelne Farbe selektieren. Und das geht ganz einfach. Ich drücke hier einfach drauf und dann seht ihr, erscheint hier so ein kleiner gelber Rahmen. Ja, und wenn ich den gelben Rahmen jetzt da drauf positioniere, auf was ich das gerne als Farbe haben möchte, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, dann wähle ich diese Farbe letztendlich einfach aus. So, das heißt hier, ich gehe jetzt mal hier drauf, tipp einmal auf OK, so, beziehungsweise halt falsch, ich muss nicht auf OK tippen, sondern hier unten wird das gezeigt, die Pipette zeigt nach oben, also einmal hier den Schalter nach oben, mal gucken, ob ich hier treffe, zack, nach oben, ja, und dann seht ihr hier, aha, da ist die Farbe rot gespeichert. So, und das kann ich jetzt für drei Farben machen, das heißt, ich habe hier einmal die Möglichkeit, dann weiter zu skippen, indem ich hier am Drehrad einfach weiter drehe. Hier habe ich jetzt blau und hier habe ich jetzt grün. Möchte ich eine von den Farben nicht mehr haben, dann kann ich die einfach mit dem Mülleimerchen löschen. Das heißt, ich tippe hier einfach auf den Mülleimer drauf und dann ist das verschwunden und wieder grau. Sage ich jetzt okay, dann sehe ich auch sofort die Ansicht. Ihr seht hier meine wunderbaren roten Lippen. Da hinten ist irgendwo auch noch ein rotes Bild. Da oben sieht man das. Zack, da wird also auch und der Rest wird dann entsprechend grau dargestellt. Möchte ich den Effekt ein kleines bisschen mindern, kann ich das auch machen, indem ich hier einfach einmal rüber gehe mit dem Drehrad auf die 3 und dann kann ich hier den Effekt entsprechend runterziehen oder kann den Effekt entsprechend hochziehen und das kann ich für die anderen drei Farben dann genauso machen. Das heißt also, ich kann hier drei Farben selektieren, kann die Intensität einstellen und kriege dann eben ein Bild, wo nur diese 3, 2 oder eine Farbe dann eben entsprechend sichtbar ist. Nette Geschichte, macht Spaß, geht oft schneller, als wenn man das nachträglich im Photoshop machen muss, kann man wirklich ganz witzige Effekte rausholen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, einfach hier oben dran drehen und schon komme ich in die nächste Einstellung und habe da die Möglichkeit, noch ein bisschen drin rumzuspielen. Ja, es gibt da noch einige, da muss man immer so ein bisschen gucken. Hier unten sieht man immer, wenn OK Set steht, dann gibt es da noch die Möglichkeit, hier bei dem Miniatureffekt zum Beispiel, wenn ich da drauf klicke, dann seht ihr, sind diese zwei gelbe Striche und die gelben Striche signalisieren, in welchem Bereich scharf und in welchem Bereich, nämlich oben und unten außerhalb, das unscharf sein soll. Und ihr zeigt hier einfach das Symbol einmal nach oben und unten, da verschiebe ich die Größe des Striches und nach links und rechts, da verschiebe ich das von vertikal nach horizontal. Also im Prinzip total einfach.
Zack, einmal OK geklickt und schon ist der Effekt aufgerufen. Also immer, wenn ihr hier unten in dem unteren Teil nochmal das OK seht, dann wisst ihr, da gibt es noch irgendwas Zusätzliches einzustellen. Hier zum Beispiel bei der Farbzeichnung kann ich was einstellen. Miniatureffekt hatten wir schon und natürlich bei der selektiven Farbe. Ist der Live View nicht eingeschaltet, dann ist im Prinzip wieder genau das Gleiche. Einfach hier oben dran drehen und schon komme ich in die einzelnen Einstellungen rein. Jetzt ist natürlich das Einzige, wenn ich jetzt hier auf selektive Farbe gehe, passiert natürlich nichts. Das heißt, ich kann nicht einstellen, sondern ich muss, um die Farben auszuwählen, dann eben in den Live View reingehen, OK-Taste drücken und dann habe ich eben wieder hier mein kleines Quadrat, mit dem ich die Farbe, die ich selektieren möchte, anpeilen kann. Ja, das ist der, sind die beiden Sachen Effekt- und Motivprogramme. Ja, dann nochmal zu, vielleicht hier oben zu diesem Drehrad. Was ich ja persönlich immer so ein bisschen murkelig finde mit meinen Riesenpranken, ist das immer etwas schwierig einzustellen. Da gibt es ja einmal die Einstellung S für Einzelaufnahme, dann Continuous Low für langsame Serienbildaufnahme, Continuous High für schnelle Serienbildaufnahme. Wobei ich die Continuous Low tatsächlich hier nochmal im Menü, wenn ich hier ins Menü reingehe, da kann ich dann eben hier unter, jetzt muss ich selber gucken, das ist immer so ein bisschen frickelig, wo ich das finden kann, muss ich mal ein bisschen suchen, weil ich auch, das ist so umfangreich, das Menü hier, und zwar haben wir das hier, die Low-Speed-Bildrate, und die kann ich dann eben entsprechend variieren von 3, 2, 1 Bildern pro Sekunde. Das heißt, wenn ich hier oben eben auf CL gestellt habe, dann habe ich die Bildrate, die ich hier eingestellt habe. In der Kamera habe ich CL High, das ist immer die höchste, das ist dann in dem Fall bei der 6 Bilder pro Sekunde. Ja, und jetzt kommt dann das Q, und das Q steht für Quiet, und Quiet heißt nichts anderes, als dass das Auslösegeräusch etwas leiser sein soll. Einen Riesenunterschied merke ich nicht, aber ein bisschen was hört man schon. Mal aufgepasst. Ja, das ist jetzt das Geräusch bei Quiet. Und mal ganz ehrlich, wenn man jetzt hier auf den normalen S geht, dann einmal zum Vergleich. Hört sich ein bisschen härter an, ist ein bisschen schneller, insgesamt ein bisschen mehr Dynamik, würde man sagen, dabei. Aber so ein Riesenunterschied ist es nicht, aber es gibt sie immerhin, diese Variante. Ja, und dann heißt hier einmal der Selbstauslöser. Ja, und was MUP heißt, werden sich vielleicht einige fragen. MUP heißt Mirror Up. Mirror Up ist nichts anderes, als dass der Spiegel vor dem eigentlichen Auslösen nach oben klappt. Ja, wofür brauche ich das? Vor allen Dingen für Makroaufnahmen. Denn bei Makroaufnahmen, selbst wenn ich vom Stativ arbeite, habe ich lange Belichtungszeiten, oder Nachtaufnahmen, da brauche ich das auch, habe ich sehr lange Belichtungszeiten. Und bei den sehr langen Belichtungszeiten möchte man natürlich jegliche Vibration der Kamera verhindern. Sicher, der Auslöser bzw. der Vorhang, der belichtete Verschlussvorhang öffnet und schließt sich natürlich auch. Aber eines der Punkte, was eine Vibration erzeugt, das ist der Spiegel. Ja, und den kriege ich in dem Moment, wenn ich MUP wähle, Mirror Up, eben als erstes hochgeschoben. Das hört sich dann so an, wenn ich jetzt auslöse. Zack, jetzt ist der Spiegel hochgeklappt. Jetzt sieht man auch hier durch den Sucher dann natürlich nichts mehr, weil das natürlich, das Bild ist dann verschwunden. Spiegel ist ja hochgeklappt, und wenn ich jetzt nochmal auslöse, zack, dann wird wirklich erst der Verschluss betätigt, und das heißt, in dem Moment ist die Vibration so gering wie möglich. Ja, das ist also diese Funktion Mirror Up. Wie gesagt, ganz wichtig, wenn man da durch den Sucher guckt und auslöst, man sieht dann in dem Moment nichts mehr. Also es ist dann tatsächlich nichts mehr zu sehen, und das Bild ist dann also verschwunden. Also nicht wundern, wenn man da durchguckt und Mirror Up macht. So, jetzt ist der Mirror weg, und jetzt sehe ich natürlich hier nichts mehr. Und erst wenn ich jetzt auslöse, dann habe ich auch tatsächlich wieder ein Bild, und der Spiegel ist wieder in der Ausgangsposition. Ja, das ist also die Funktion Mirror Up. Ja, dann gibt es hier die, hier oben gibt es die Funktion für die Belichtungsmessung. Wenn ich da drauf drücke auf diese Taste, muss hier einmal rausgehen aus den Effektfiltern, weil das in vielen Bereichen gar nicht wirksam ist. Also bei Effektfiltern ist es eben nicht wirksam. Ja, wenn ich hier drauf drücke, dann seht ihr, dass ich hier so ein kleines Symbol bekomme. Und wenn ich jetzt hier dran drehe, dann habe ich eben die verschiedenen Möglichkeiten, einmal quasi über das gesamte Blickfeld zu messen.
dann eine Spotmessung und eine mittenbetonte und eine Spotmessung zu machen. Wenn euch das Ganze zu umständlich ist, dann einfach die Taste Info drücken, und wenn ich dann hier drauf gehe, dann seht ihr jetzt, dass hier vorne auf dem Display mir angezeigt wird, welche Charakteristik ich gerade ausgewählt habe. Ja, und mit einem Dreh hier oben an dem rückwärtigen Rad kann ich dann eben die entsprechende Messcharakteristik ganz schnell auswählen. Das gleiche gilt dann natürlich auch für die Belichtungskorrektur. Auch da, das ist die Taste daneben, Belichtungskorrektur-Taste drücken, und schon habe ich hier meine Belichtungskorrektur. Hinten, wenn ich nicht übers Display gehe, wird mir das Ganze natürlich auch hier oben angezeigt. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann seht ihr, habe ich hier die Belichtungskorrektur, und mit einem Dreh hier hinten am Rad kann ich dann eben eine Belichtungskorrektur machen. Ja, was es dann noch gibt, ist hier an der Seite die Bracketing-Taste. Ist für mich immer wieder so ein Suchspiel gewesen, wo ist denn bei dieser Kamera das Bracketing? Ja, das Bracketing hat eine eigene Taste, und die befindet sich hier. Und wenn ich die Bracketing-Taste drücke, dann sieht man hier oben drauf, wie das aussieht. Das ist also jetzt off. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, erstmal die Stufe vorne einzustellen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu wählen zwischen drei Blendenstufen, zwei Blendenstufen, einer, zwei Drittel und ein Drittel Blendenstufe. Ja, und mit der hinteren Taste, da drehe ich dann, wie viele Bilder ich machen möchte. Also das heißt, ich habe die Möglichkeit, drei Bilder zu machen, beginnend mit Minus, Normal, Plus. Oder ich habe die Möglichkeit, fünf Bilder zu machen, beginnend mit Minus, Normal, Plus. Und das war's. Ich kann im Menü noch einmal umstellen, ob die Reihenfolge sich ändern soll. Also ob die erst mit einer Unterbelichtung anfangen soll oder mit einer Überbelichtung anfangen soll. Das geht hier hinten im Menü. Wofür es ist, weiß ich eigentlich selber nicht. Es ist wahrscheinlich Gewohnheitssache, wenn man sich Bilder anguckt, dann später auf dem PC, in welcher Reihenfolge die gezeigt werden sollen. Ja, natürlich, der Einfachheit halber, wenn man das nicht da drüber machen möchte, geht das Ganze dann natürlich auch wieder hier drüber, wo ich es ein klein bisschen schöner dargestellt bekomme. Das heißt, hier habe ich auch wieder an dem vorderen Drehrad die Blendenentfernung, also den Blendensprung, und an dem hinteren Drehrad zeigt er mir dann an die Bracketing-Funktion, und ja, das war es im Prinzip. Also ganz einfach einzustellen, man muss eben nur wissen, da ist die Bracketing-Taste. Ja, was es dann noch gibt, ist hier vorne die Umstellung Autofokus und manuelle Fokussierung. So, und wenn wir das auf dem Punkt Autofokus lassen, dann seht ihr, ist hier auch noch so ein kleiner Druckknopf. Den kann ich drücken, und ich zeige euch der Übersichtlichkeit halber das hinten auf dem Display, weil da ist es am deutlichsten zu sehen und am besten zu erkennen. So, und zwar habe ich einmal hier unten diese Einstellung AFA, das ist also, welcher Autofokus verwendet werden soll. Und das wird über das hintere Drehrad eingestellt. So, AFS ist AF Single, das heißt, bei jeder Aufnahme einzeln wird der Autofokus sozusagen angeschmissen und gemessen. Dann gibt es die Einstellung C, das ist kontinuierlich, das heißt, da arbeitet der Autofokus permanent, sobald ich anticke, arbeitet der, ist also permanent am Arbeiten. Das ist für Motive, in denen sich viel bewegt, wo ich schnell hintereinander arbeiten möchte. Ja, und als letztes gibt es dann noch die Einstellung A, das ist der automatische Autofokus, der erkennt im Prinzip, muss ich in den kontinuierlichen gehen oder muss ich in den einzelnen gehen? Kann man sich drauf verlassen, muss man sich aber nicht drauf verlassen. Also ich persönlich wähle eigentlich immer je nach Motiv und je nachdem, was ich fotografiere, selbstständig, welche Variante ich gerne haben möchte. Ja, ist man in dem Single, dann hat man noch die Möglichkeit zu sagen, habe ich ein Autofokus-Messfeld in der Mitte oder habe ich Auto, das heißt, die Kamera nimmt alle Autofokus-Messfelder und guckt dann, wo sie im Prinzip vermutet, dass sie den Fokus draufsetzen soll, auf das, was vielleicht den höchsten Kontrast am nächsten oder am prägnantesten ist. Das ist so ein bisschen ein Geduldsspiel oder Trefferquote, je nachdem, was man für Motive hat. Gibt es Motive, wo alles in einer Ebene ist, da ist das völlig wurscht, da trifft die Kamera immer. Wenn man jetzt Motive hat, sehr nah, sehr weit, große Unterschiede, dann sollte man dieses Verfahren eher nicht wählen, weil dann nimmt die Kamera halt irgendwas, entweder nah oder fern, und man muss sich mit dem begnügen, was sie dann da auch
immer rausschmeißen mag. Ja, dann haben wir die Einstellung Einzelfeld. Da habe ich dann die Möglichkeit, das einzelne Feld zu verschieben, wobei das eben im Sucher mir dann angezeigt wird. Da kann ich gleich euch mal zeigen, mal gucken, ob man das durch den Sucher erkennen kann. Ja, und dann geht es weiter mit dem, ja, das war es bei Single eigentlich. Entweder habe ich hier die Einzelmöglichkeit oder habe Auto und das war's. So, dann gehen wir weiter auf kontinuierlich. Ja, bei kontinuierlich, da habe ich dann die Möglichkeit noch zu wählen zwischen einem, zwischen neun, zwischen, ich weiß gar nicht wie viel, das sind 18 Feldern oder eben auch wieder auf die ganze Fläche oder 3D. Ja, bei 3D, da macht die Kamera im Prinzip Folgendes, da guckt sie auf das Motiv und wenn sich in dem Motiv was auf mich zubewegt, deswegen eben 3D, dann versucht die Kamera schon zu berechnen, wo sich das Hauptmotiv oder wo sich das Element bei der nächsten Aufnahme befinden könnte und versucht den Autofokus dann schon in diesen Bereich zu schieben. Das heißt also, immer wenn sich was auf mich zubewegt, von mir wegbewegt, dann ist dieser 3D kontinuierliche Autofokus hilfreich, weil dann die Chance, dass die Kamera sich das bewegende Motiv auch tatsächlich scharf einfängt, größer wird. Muss man ausprobieren, muss man ein bisschen mit spielen. Autofokus ist selbst bei Spiegelreflexkameras mit Phasendetektion bei sich schnell bewegenden Motiven, die auf einen zukommen, immer noch der kritischste Punkt und ist immer noch die größte Herausforderung. Alle anderen Sachen sind eigentlich nicht so herausfordernd, aber diese Sache, auf sich zu bewegende Motive, das ist immer eine Herausforderung und bleibt eine Herausforderung, auch für Spiegelreflexkameras. Ja, und wie das Ganze dann im Sucher aussieht, mal gucken, ob man das erkennen kann, mal gucken, ob ich das schaffe, euch zu zeigen, wie das aussieht. Und zwar habe ich hier im Sucher, seht ihr, habe ich hier in der Mitte jetzt ein Feld bei Auto, wo die Kamera jetzt versucht, dahin zu springen, wo der Autofokuspunkt dann sein sollte. Und wenn ich jetzt hier unten die Taste drücke, dann zeigt er mir jetzt hier 3D ist jetzt eingeschaltet. Und wenn ich jetzt hier dann einmal dran drehe, dann seht ihr, jetzt habe ich alle Felder, jetzt habe ich das kleine Feld in der Mitte, jetzt habe ich 9 Felder, jetzt habe ich die große Feldauswahl, ja, und jetzt habe ich wieder alle Felder und dann wieder 3D. So, das sind also die verschiedenen Varianten und wenn ich jetzt hier zum Beispiel das 9er Feld habe, dann kann ich über den 4-Wege-Schalter kann ich das 9er Feld genau dahin positionieren, wo ich das gerne hätte und habe da die Möglichkeit, das Autofokus-Feld genau an die Position zu schieben, wo ich es gerne hätte und kann so eben meine Bildkomposition machen und habe die Möglichkeit, da eben sehr präzise den Fokuspunkt dahin zu legen, wohin ich ihn gerne hätte. Ja, das ist die Variante ohne Live-View. Dann gibt es natürlich noch die Variante mit Live-View. Ja, wenn ich die Variante mit Live-View habe, dann seht ihr, dann habe ich hier einfach so ein kleines Quadrat auf dem Display. Ja, und das Quadrat kann ich also jetzt tatsächlich dahin schieben, wohin ich es gerne möchte. Und hier habe ich jetzt auch keinerlei Beschränkung mehr. Das heißt, ich kann im Live-View das Quadrat genau an die Position schieben, wo ich es gerne hätte, ohne Randbereich. Im Sucher habt ihr gesehen, wenn ich jetzt den Live-View nochmal ausschalte und wir hier in den Sucher reingucken, dann sieht man, dass es, wenn man durch den Sucher guckt, sieht man diesen kleinen, feinen Rahmen. Ja, und das ist der Rahmen, in dem sich das Autofokusfeld oder in dem sich die Autofokusfelder befinden. Das heißt, ich kann das also nicht beliebig verschieben und nicht beliebig auf dem Anzeigefeld hin und her schieben. Dafür, und das ist der große Unterschied, nutze ich, wenn ich so durch den Sucher fotografiere und das beschränkte Autofokus, den beschränkten Autofokusbereich habe, nutze ich die Phasendetektions-Autofokus-Funktion. Das heißt, die schnelle, die präzise, die eben auch diese 3D-Funktionalität hat. Ja, gehe ich hinten über den Live-View, habe den Live-View eingeschaltet, dann gehe ich nur über den Kontrast-Autofokus. Das heißt, dann habe ich die etwas langsamere Autofokus-Variante. Die kann ich aber hinschieben an eine beliebige Position. Das heißt, ich muss immer wählen, was ich möchte. Mache ich eine Makroaufnahme, wo sowieso alles ruhig ist, wo sich sowieso nichts bewegt und ich möchte zum Beispiel das Autofokusfeld auf den Stempel einer Blume draufschieben, ganz präzise, ganz exakt auf ein ganz winziges Feld auf der Blume draufschieben, dann würde ich immer die Variante Live View
mit der Verschiebung wählen, weil da kann ich wirklich ganz präzise arbeiten. Und da kommt es dann auch letztendlich nicht drauf an, ob der Autofokus schnell oder langsam ist, weil ich habe eh die Zeit. Die Blume steht, es bewegt sich nichts. Also das heißt, für Makroaufnahmen, da würde ich immer hier hinten diesen Live-View verwenden mit dem in allen Bereichen sehr gut verschiebbaren Punkt, den ich also an jede beliebige Position hin und her schieben kann. Also von daher, das sind die Autofokus-Varianten, die ich habe und mit denen ich dann eben auch entsprechend rumspielen kann und rumspielen sollte und eben auch die entsprechende Autofokus-Variante dann wählen sollte, wie ich sie brauche. Ja, das sind so letztendlich die wesentlichen Funktionen, die ich habe und mit denen ich die Kamera einstellen kann. Jetzt will ich euch hier nochmal zeigen. Ich habe hier natürlich auch, wenn ich manuell fokussieren möchte, habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit im Live-View, wenn ich jetzt auf manuelles Fokussieren gehe. Ich weiß nicht, ob die Entfernung jetzt hier nun ausreicht. Ja, doch, das reicht aus, aber ihr seht, Hier habe ich die Möglichkeit, dann manuell zu fokussieren. Das heißt, ich muss hier einmal auf manuellen Fokus am Objektiv und da umstellen, habe dann die manuelle Fokussierung. Ja, und dann gehe ich einfach hier über die Lupentaste, gehe ich einfach so groß ins Bild rein, wie ich gerne möchte. Ja, und jetzt kann ich hier also dann ganz einfach an dem Fokusring dann vorne drehen und kann wirklich also ganz präzise auf meinen nicht rasierten Bart scharf stellen. Kann natürlich auch, das sieht man, das Fokusfeld eben hier verschieben, das sieht man hier unten an diesem gelben Element. Möchte ich das Ganze wieder größer haben, dann einfach die Minus-Lupentaste gedrückt und schon bin ich wieder im normalen Bereich. Also manuelles Fokussieren über das Display hinten und darüber scharf zu stellen, auch kein Problem. Auch das wieder für Makroaufnahmen wunderbar geeignet, denn ich kann wirklich bis auf den Stempel der Blume, bis auf die Polle quasi runtergehen mit der Vergrößerung und kann da extrem präzise drauf gehen und kann da wirklich ganz genau meinen Fokuspunkt festlegen und ganz genau drauf fokussieren. Ja, noch eine ganz nette Funktion. Es gibt ja hier die 3D-Wasserwaage oder die 2D-Wasserwaage, Entschuldigung, die 7100 hat ja nur die 2D-Wasserwaage. Ihr seht, die ist also jetzt hier aktiv und die zeigt mir an, wann meine Kamera in der Waage ist. Das gleiche kriege ich auch oben in den Sucher rein. Ich kriege das aber nur in den Sucher rein, wenn ich das auch im Menü aktiviere. Das heißt, ich muss hier einmal ins Menü reingehen, muss dann auf den Punkt Bedienelemente gehen, ja, und muss jetzt hier die Funktionstaste zum Beispiel damit belegen. Das heißt, ich gehe hier einmal drauf und sage virtueller Horizont im Sucher, sage okay. Ja, und die Funktionstaste, das ist ja die vorne hier an der Kamera, die ich hier drücken muss, diese hier unten. Und wenn ich jetzt im Sucher bin, wenn ich jetzt hier im Sucher bin und vorne die Taste drücke, was ich jetzt mal mache, dann seht ihr da unten auf meinem weißen Hemd neben der Kamera so einen kleinen Balken, der hin und her eiert. Ja, und das ist quasi dann die elektronische Wasserwaage, die mir dann anzeigt, ob die Kamera in der Waage ist. Das klappt übrigens auch mit der D600 und die hat dann eine 3D-Wasserwaage. Das heißt, die hat an der Seite dann nochmal zusätzlich Balken und zeigt mir das dann an. Praktische Funktion, denn so hat man immer auch beim Blick durch den Sucher die Kontrolle darüber, ob die Kamera waagrecht ist oder nicht. Ja, das waren mal so die wichtigsten Funktionen, die spannendsten Funktionen, die so ein bisschen zur Bedienung der Kamera beigetragen haben. Wichtig immer dran zu denken, ihr habt zwei Drehräder, eins hier vorne, eins hinten und mit denen lassen sich sehr häufig zwei verschiedene Dinge sehr schnell einstellen. Ganz klar, wenn man so eine Kamera hat, man muss sich einarbeiten, man muss regelmäßig mitarbeiten, denn es gibt ganz viele Dinge, die man ganz schnell wieder vergisst und ganz schnell wieder aus den Augen verliert. Ja, und eben ganz, ganz entscheidend ist eben tatsächlich, sich hier hinten mit diesem Menü auseinanderzusetzen, mit den Individualfunktionen auseinanderzusetzen, denn das hatte ich ja schon mal in meiner Gesamtübersicht gezeigt von der Kamera. Da sind unglaublich viele Sachen drin, die man einstellen kann und die man sich individualisieren kann und die dir die Möglichkeit bieten, sich die Kamera genau so zu konfigurieren, was die Drehrichtung der Knöpfe und anbelangt, dass man sich also das wirklich ganz individuell zusammenstellen kann.
Ja, das soll es gewesen sein für heute. Das war meine kleine Tipps und Tricks Session zur D7100. Ist vor allen Dingen für die interessant, die die Kamera haben, die vielleicht nicht unbedingt das Handbuch von vorne bis hinten durchlesen wollen und gerne auch mal sich ein bisschen was zeigen lassen, wie es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch ein klein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, in den nächsten Wochen kommen noch mehr YouTube-Videos und einige spannende Kameras auf dem Weg in die Fotobude. Ich freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Ansonsten natürlich gerne auch auf www.ralfsfotobude und hier auf meinem YouTube-Kanal. Und auf Flickr gibt es alle möglichen Bilder zu allen möglichen Kameras. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Ja, und bis dahin, moin moin!